Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren StarCraft 2 Shoutcast. Wir sind, wie versprochen, auf Zeldenlager Caverns gestartet in diesem EU Craft Cup Number 11. Und Ivory fragt gerade jetzt hier Ducklode, ob er MTV Closer kennt. Und Ducklode sagt, ja, er kennt ihn noch. Und StarCraft 1 Zerg, genau, daher kennt man ihn Closer. Und Ivory schreibt, yeah! Good old time, also gute alte Zeit. Ja, StarCraft 1 hatte auf jeden Fall es. Und Ivory macht jetzt hier einen kleinen Joke, denn wir wissen ja hier, dass Zeldenlager Caverns eine One-on-One-Player-Map ist und er fragt ihn, wo er ist. Eigentlich weiß er es bereits, aber natürlich jetzt hier ein kleiner Joke. Das ist sowas, wenn man sagt, ist hier unentschieden und dann fragt man, für wen. Und er fragt ihn eigentlich, glaube ich, gerade eher, wo er sich gerade befindet. Also Missmanagement von mir hier. Aber nochmal kurz, es ist EU Craft Cup Number 11, Quarter Final 1 und wir sind in diesem Best of 3. Auf jeden Fall im letzten Matchup, es steht 1:1 zwischen Ivory und Ducklode Ra und wir haben gesehen, dass auf Lost Temple Ducklode Ra mit dem Early Arrestment siegreich war, allerdings konnte er auf Metallopolis das nicht fortsetzen und wurde durch eine Mars-Mutter-Taktik von Ivory dann doch vernichtet. Des Weiteren, es gibt in diesem Cup auf jeden Fall einige Namen, die euch noch bekannt sein sollten. Ein Kollege von SRS Razor Naniwa ist dabei und wird auch demnächst hier auf das Spielfeld treten. Ihr werdet auf jeden Fall ein Quarterfinal von ihm noch sehen. Und natürlich Shark GS Joe ist dabei, Dystar ist wieder dabei und noch andere namhafte Vertreter. Seid gespannt, was noch auf euch zukommen wird. Allein dieses Matchup hier ist auf jeden Fall in die Top-Kategorie einzuordnen. Early Expansion hier für Ivory erneut, als Zerg natürlich unverzichtbares Muss, genauso wie jetzt hier Spawning Pool auf dem Weg. Dabei ist es entscheidend, ob man den Spawning Pool vor der Hatchery nimmt oder nach der Hatchery, denn macht man es danach, ist man natürlich verletzbarer, da die Zerglinge wesentlich später kommen können. Aber man kriegt natürlich, wenn man es später macht, mehr Larven und mehr Income und ist dadurch natürlich Economy stronger als der Gegner. Jetzt hier erstmal Cybernetic Score auf dem Weg für Ducklode, um jetzt den Wall of erneut hier perfekt zu machen. Scouting Action erneut und die Probe wieder dabei hier an der Hatchery zu harassen, also hier Druck auszuüben. Und ich finde sehr, sehr gut, wie Ivory seine Overlords über die Karte verteilt. Und wir sehen hier eine Hidden Probe. Sehr, sehr gut. Also ich denke, er hat die jetzt hier sehr, sehr schön versteckt. Und ich bin gespannt, was er damit noch anfangen wird. Queen jetzt hier auf dem Weg natürlich für den Zerg-Spieler. Muss natürlich möglichst schnell Larven pushen und ist auch dabei, sicherlich demnächst dann die ersten Zerglinge zu holen. Jetzt fängt die Queen an, die Probe an zu harassen, aber die Drone denkt sich so, leck mich, ich mach dich kaputt! Und greift dagegen an, die Probe jetzt auf dem Weg in die Mainbase, um zu sehen, welcher Tick eingeschlagen wird. Bisher keins auf dem Weg. Und Metabolinschub wird jetzt erforscht, genauso wie hier natürlich die Warpcat Technology. Die Probe wurde scheinbar von Ducklode gescoutet und natürlich auch dann jetzt auch vernichtet. War unabdingbar, denn so eine Einheit sollte man nicht in seiner Base lassen. Man könnte immerhin mit Spinecrawler oder ähnlichem doch erheblichen Schaden anrichten. Stalker jetzt hier auf dem Weg in die Mainbase und erneut hier Early Harassment von Ducklode. Also wir haben jetzt drei Maps gesehen, wo er sehr, sehr aggressiv am Anfang vorgeht. Versucht natürlich jetzt wieder auch den Overlord rauszuziehen, um den Gegner zu Supply blocken. Ein neuer Overlord und zwei weitere Zerglinge auf dem Weg. Metabolinschub ist fast fertig und der Stalker hat keine Schild mehr, hat kein Schild mehr und muss jetzt langsam ein bisschen zurückziehen. Jetzt wird es kritisch für ihn, er muss sich beeilen, er darf auf jeden Fall nicht diesen Zerglingen zum Opfer fallen und ein weiterer Stalker kommt zum Support dazu, die Probe erneut in die Mainbase, um zu sehen, was jetzt hier zu Gange ist und sieht bisher kein Tech-Gebäude, bisher only Zerglinge auf dem Spielfeld, aber wollte gerade sagen, jetzt sollte Ivory auf jeden Fall die Probe rausziehen, es wäre schlecht, wenn er seinen Tech-Tree revealen würde, also wenn er ihnen zeigen würde, was er für eine Taktik einschlägt. Jetzt hier auch Warpgate Technology fertig und wir haben jetzt drei Gateways, die sich zu Warpgates morphen. Erneut hier den Proxy Pylon direkt vor der Base, um auch vorne Einheiten reinzumorphen. Und wir sehen auf Seiten des Zerg jetzt Mars Drones, um das Income zu boosten. Expansion ist hier auch für Vydra. Und da kommt der Push von Ivory mit den Mars Zerglings und hier erneut die Forge von Ducklode. Also er hat jetzt dreimal den komplett selben Aufbau genommen und jetzt sehr, sehr übler Push jetzt hier auf jeden Fall. Die Stalker gehen alle down. Zealots müssen reinwarfen, um hier überhaupt mit den einzelnen Zerglingen klarzukommen. Und diese Zealots sind gerade richtig gekommen.
jetzt der Tag aufs Leer, damit ihr nächste Tech-Stufe erreicht werden kann. Und wir sehen Creep Tumor als allererstes für Ivory, um zwischen den Bases den Creep Highway zu spreaden. Forts fast fertiggestellt, dadurch werden sicherlich auch demnächst die ersten Fulton Cannons hier erscheinen. Sentries auf dem Weg, um natürlich Forcing Field zu machen, um den Gegner aufzuhalten, damit er nicht reinrennt. Jetzt hier Push, aber Ivory entscheidet sich erstmal passiv zu gehen, hat jetzt die Speedlinge auf dem Spielfeld und hat zurzeit eindeutig Map Control. Wie erwartet kommen jetzt die ersten Photon Cannons hier auf das Spielfeld, neue Stalker warpen rein und wir sehen, dass der Zerg-Spieler sich entscheidet, auf die Gold Expansion zu gehen. Und die Zerg machen eigentlich nicht viel Schaden, aber aufgrund der Masse alleine vernichten sie eben diese Steine relativ fix. Spire erneut hier in Tech und wir sehen also bei beiden Spielern komplett der gleiche Tech-Tree in den drei Matches. Das heißt, für Semifinal oder ähnliches kann der Gegner eigentlich sich nicht auf andere Techs einstellen, muss damit rechnen, dass wahrscheinlich derselbe Tech kommt. Auch ein taktisches Mittel hier von beiden Spielern, das heißt, wenn sie ins Halbfinale kommen, sie zeigen nicht, dass sie auch andere Techs beherrschen, aber sie spielen eben direkt nur auf diesen Tech aus, damit der Gegner nicht weiß, okay, er beherrscht auf diesen Tech-Build oder jenen. Und jetzt sehen wir hier schöner Spread von Creep direkt nach vorne und auch hier die Unterexpansion wird freigeräumt, währenddessen gerade jetzt die Gold-Expansion hier fertig wird. Jetzt White Ra dabei auch hier seine Expansion zu versorgen, baut es auch eine Robotics direkt in Front auf und Ground Weapons Level 1 mit Chrono Boost sind auf dem Weg. Spire 1 ist so gut wie fertiggestellt. Und der Schößling sollte auf jeden Fall dafür sorgen, dass schnell Mutalisten auf das Spielfeld kommen. Und damit könnte Ivory erneut das Spiel natürlich an sich reißen. Bedenkt, letztes Mal zu diesem Zeitpunkt war Match Nummer 1 fast gelaufen. Und das erste Match waren knappe 10 Minuten, das zweite waren knappe 12. Und das sind auf jeden Fall sehr, sehr schnelle Matchups hier, die von beiden Spielern gezeigt werden. Gold Expansion gleich fertiggestellt. Und auch hier unten die Steine bei ungefähr noch 3/4 des Lebens. Und wir haben Flyer Attacks Level 1, das heißt die Zerglinge, die Mutalisten machen dann noch mehr Schaden. Dazu ist ein Twilight Council relativ weit. Wo ist das Twilight Council? Genau, hier ist das Twilight Council, damit auch weitere Upgrades kommen können. Observer auf dem Weg, damit der White Run natürlich weiß, was der Gegner plant. Und er hat den Observer hier hingestellt, um dann von hier aus zu gucken, wo sich der Gegner befindet. Push auf den Zellnager Watchtower und jetzt muss auf jeden Fall Ivory aufpassen, dass er nicht die Gold Expansion verliert. Denn das wäre auf jeden Fall verheerend. Diese Ground Weapons werden sehr, sehr übel von Vorteil sein für Vydra. Und wir sehen, wo sind die Mutalisten? Wo sind die Mutalisten? Dort sind die Mutalisten in der Mainbase und fangen an auch direkt zu harassen. Sehr, sehr schön jetzt hier. Blinkstalker auf dem Weg. Weitere Mutalisten. Dazu ist Ground Carapace Level 1. Dadurch sind die Einheiten am Boden natürlich noch stärker und können noch länger überleben, was eigentlich vorrangig nur Zerglinge sind. Und wir sehen, dass die Mutalisten von Ivory versuchen hier zu harassen. Sollten das auch tun. Man sollte versuchen, den Gegner nicht erst gar nicht in dieses Spiel kommen zu lassen. Jetzt der Push hier auf die Mineral Line, sehr gut gesehen vom Observer und Duckload hält auf jeden Fall hier die Position sehr, sehr schön. Weitere Observer in der Frontline von ihm und wir sehen Blink bei der Hälfte ungefähr, Flyer Attacks nahezu fertiggestellt und sehr, sehr schönes Spiel auf jeden Fall. Weitere Pylonen morgen rein und wir haben jetzt schon die dritte Expansion hier für den Zerg und vom Army Count 133 zu 92 und das ist schon immens, auch income-mäßig 1700 zu 1200, sehr, sehr schön und wir sehen jetzt auch hier weiteres Harassment durch die Mutalisten, 4 weitere auf dem Weg, Ground Weapons Level 2 wird gepusht und die zweite Expansion für Duckload jetzt auf dem Weg. Und ich würde schon sagen, Vorteil auf jeden Fall jetzt für den Zerg, dort nimmt er bereits die vierte Expansion in Beschlag und ist damit natürlich sehr, sehr heavy economy unterwegs. Hat es hier gecancelt, wollte scheinbar hier gerade ein Robotics Bayborn, wurde gecancelt, 2 weitere Gateways auf dem Weg. Erneut hier Harass an der Mineral Line, die Stalker rennen alle in die Mainbase und ich denke, versucht es hier die Armee gut zum Hin- und Herrennen zu zwingen, damit sie eben noch mehr sich aufteilen und dann mit dem Main Army der Zerglinge hier rein zu pushen. Jetzt hier werden die Steine zwischen diesen Expansions freigeräumt und jetzt hier Zerg Flyer Attacks Level 2 auf dem Weg
Und wir sehen es hier, der Observer scoutet auf jeden Fall diese Expansion, er weiß also davon. Und wir sehen, Duckload, also hat noch keine Ahnung, dass diese Expansion genommen wurde, aber der Observer ist auf dem Weg dorthin. Und wir haben Ground Carapace, also Bodenpanzerung, Level 2 auf dem Weg. Und wir haben auf jeden Fall jetzt hier ein Problem für den Gegner, denn dort kommt der große Build von dem Protospieler. Und jetzt kommt der Push hier auf die Expansion. Ich denke, das könnte ausreichen, um diese aus dem Spiel zu nehmen. Jetzt pusht auf jeden Fall Duckload durch, aber jetzt kommt die Mars-Zergling, Mars-Mutalisten-Armee und versucht natürlich von hier aus den hier zu vernichten. Das sind sehr, sehr viele Mutalisten, die sehr, sehr viel Schaden anrichten. Guardian Shield ist down, damit keins mehr vorhanden. Und jetzt versucht natürlich Duckload mit einem Zwei-Fronten-Krieg hier den Gegner zu vernichten. Sehr, sehr viele Zerglinge noch offen im Spielfeld und sehr gut jetzt hier. 20 Zerglinge noch im Production-Tab. Robotics Bay jetzt auf dem Weg. Und jetzt sind die Mutalisten da, hier sind sie in der Mineral Line und so viele Zerglinge Mutalisten, das sieht gerade sehr, sehr schlecht für White Bear aus. Man muss zurückziehen, nutzt seinen Blink natürlich sehr, sehr gut gerade, aber die Stalker haben keine wirkliche Chance gegen diese Mutalisten. Viele Einheiten sterben und Duckload Ra schreibt GG und viel Glück im weiteren Turnier und damit ist Ivory natürlich im Halbfinale. Das ist die erste Überraschung, Duckload Ra ist raus und damit ist erstmal der erste Teilnehmer des Halbfinals, klar. Sehr, sehr schönes Spiel, sehr, sehr schnelle Matchups, aber trotzdem unglaublich spannend. Ich hoffe, euch hat es gefallen und wir sehen uns in einem anderen Matchup wieder. Bis dahin und auf Wiedersehen.